Ah, ich muss das Spiel bei mir ändern. Moment. So, ich bin bereit. Ihr könnt natürlich noch ein paar Sachen reintun, wenn ihr magt. Wir haben nämlich nur zwei Taschenlampen, wir brauchen noch eine. Das hat mir überbewertet. Nicht, wenn es das Flutlicht ist. Ist da die dritte Taschenlampe? Ja. Ja, ist da. Videokameras haben wir vier, sind wir gut versorgt. Sanity haben wir auch vier, nice. Die will ich euch heimlich hinterm Rücken wegschlucken. Nein, Spaß. Okay, let it go. Ich bin ready. Dark, sag doch mal bitte mal was für mich. Was? Test, test. Danke, Dark. Ich wollte mir mal ganz kurz ihn lauter machen wieder. Weil ich muss dich ja wieder leiser stellen und Dark lauter. Ja, mein Mikro ist immer. Du hast ein lautes Organ, das ist alles einfach nur nicht dein Mikrofon. Ja, ich weiß, ich habe sehr ein lautes Organ, das stimmt. Das stimmt Deswegen leider. kann ich das geilste Mikro der Welt haben und es ich schaffe Ja. es zu übersteuern. Ja, das stimmt. Und du schaffst sogar eine Flasche Cola im Stream zu überschallen. Boom. Bump. Einfach nur bump. Ja, bestes. Was wolltest du sagen? Du bist mittendrin abgebrochen. So, Dorothy Dexter. Ah, lol, Räucherwerk. Tö, wäre den mit dem Räucherwerk ab am Arsch. Es funktioniert doch super. Habt ihr all euer Zeug? Sven hört mich nicht mehr. Doch, doch. Sven? Ja, Ah, ich jetzt. wollte schon sagen. Los, Deck. Ignoriert er mich eiskalt, dieser Deck. Ich habe einen Takt. Ja, gerade eben habe ich Ah. dich nicht gehört, aber jetzt, wo du gesagt hast, er hört mich nicht mehr, habe ich dich gehört. Ja, ich habe gesagt, ich werde den Blick nie vergessen, wo du da am Ausrasten warst. Und bei Lisa im Stream, die guckt nur verwirrt nach links so zu ihrem Monitor. Und ich höre nur im Laserstream dich im Hintergrund oder so. Und bei irgendeinem Kampfspiel bist du, glaube ich, ausgerastet, glaube ich. Irgend so ein bisschen Es war abgehetzt. zu Basa. Ja, genau. Es war zu Basa, das Rage-Spiel überhaupt. Ich glaube, da bin ich richtig ausgerastet. Richtig. Dark ist schon drin. Dark ist schon drin. Warte noch. Drei Kreuze, wenn ich ein besseres Thermometer habe. Level 32. Drei Kreuze. Wird bei Level 32 sein. Dein EMF Beine, reagiert keine gerade. Hose. Oha. Jo, sieht sogar aus so. Und ich habe dein EMF Ich gerade gehört. glaube, ich habe schon was Wie? gesehen. Flur wahrscheinlich. Ja, wie wo ich da ist, gerade hat der EMF-Ausschlag hier, also hier im Babyzimmer. Tatsache, hier wird's. Oh nö, es ist ein Baby. Kick the Baby! EMF
So, dann schreib ins Buch und lass uns in Ruhe. Gib uns ein Zeichen! Warum wackelt das Buch? Du musst sagen, erscheine, du scheiß Drecksding. Genau, erscheine, du scheiß Drecksding! Es backt, Dark, es backt. Bitte was? Es hat Türen angepackt. Ich glaube, ich guck mal nach. Ja. Da ist es. Ja, komm hier, schnell. Gut, den Scheiß brauche ich schon mal nicht mehr. Bist du da? Drehe Dark den Hals um. Hab Sven die Tentakel mal. Und zwar alle. Stromkasten! Ich schmeiß zum Schutz mal zwei Kreuze rein. Ultraviolett haben wir schon mal. EMF war da irgendwie 5 oder? Drei. Ich räuchere das Ding mal aus. Schreibe ins Buch. Hier Fußspuren, ne? Box. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hey, Stromkasten, let's go. Schlagen. Ich habe so das Bedürfnis gerade. Hatten wir einen Orb? Nein. Dann wird auch kein Orb mehr kommen, ne? Glaube ich auch nicht. Aber ich habe da keinen gefunden. Also Rom bewegt er sich schon mal, das schon Von mal. von den drei Geistern, die übrig sind, reagiert eh kein auf Orb oder so. Irgendwo hat den Alu-Sensor losgelegt. Ich weiß nicht was. Ich glaube, der spricht die ganze Zeit die Geisterbox.
Als habe ich mich jetzt gerade erschreckt. Ich habe gedacht, so, das ist der Geist, oder? Aber ich so dark. Da kannst du die Tür jetzt zu machen, vielleicht? Wenn du rausgegangen bist. Aber nicht sterben. Ich glaube aber nicht, dass es ein Mimik ist. Es ist eins von den anderen beiden. Also entweder Dots oder Buch. Oh, ist doch wunderbar. Aber die Kreuze sind noch da drin, sagst du, ne? Ja. Sag mal, das ist hier 86. Ach komm, dann mach ich, probier ich mal was jetzt. Und 10! 10! Sehe ich gerade die Tür zu. Jetzt brauche ich Feuer. Streichhölzer, weg damit. Was machst du da? Schmeiß ihn da hin. Streichhölzer. Du schmeißt du die Streichhölzer rein. Das ist doch noch voll. Ja, brauche ich nicht. 1000 Bäume drauf wegen die Streichhölzer, du Umweltsünder. Ich suche mal nach was Lustigem. Ja, okay. Dark, wenn es dann an den Stromkasten geht, ran schnell raus. Es hat ins Buch geschrieben. It's a Poltergeist. Oh ja, der poltert aber auch ganz schön. Was willst du probieren? Gibt's hier einen Keller? Dexter. Dorothy Dexter, zeige dich. Dorothy Dexter, gib mir ein Zeichen. Dorothy Dexter. Dorothy Dexter. Dorothy Dexter. Lass mich dich ein Foto beschießen oder so. Es sind Leute, die glaube ich, bin verrückt. Nein, du sollst dich jetzt zeigen. Halt die Fresse. Keine Diskussion jetzt hier mit mir. Bleib jetzt hier unten. Kann man die Sanity-Pillen mitnehmen und später trinken? Kann mir einer mal kurz die Kellertür öffnen?
Gut, die Sanity-Flaschen kann man auch in die Hand nehmen, mitnehmen. Sprich, wir können uns in den Keller verstecken, 25%, und dann trinken wir das Zeug. Um zu entkommen. Ja, sonst entkommen wir doch nicht. Ich war vorhin am Stromkasten und nichts passiert. Er hat ja trotzdem wieder gesagt, ich gehe raus. Wie alt bist du? Weiter das Wort in den Mund nimmst, gehe ich sofort automatisch hier raus. Das ist scheiße. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie funktioniert das Ouija-Brett? Ja, fragst du, wo du bist oder wie alt du bist und so. Bist du oder wo nett bist oder so etc. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Möchtest du mich töten? Das will nicht. Versuch du mal, Dark. Bist du ein Baby? Wie alt bist du? Oder wie auch immer? Wo kam das okay. Zu? Wie alt bist du? Also, wie war gerade meine Kerze? Mein Kreuz kann erst gesetzt. 17. Wo bist du? Bist du ein Junge? Wo hast du dieses Zeichen? Wo ist das? Hä? Wieso bist du ist ein Junge? Wieso ist das jetzt erst da? Wie alt bist du? 17. Darf ich mal fragen? Lebst du?
Wo bist du? Oh. Ja. Das Ouija-Brett hat sich in Luft aufgelöst. Warte. Worauf? Klaus ist tot. Ja, eben. Da, komm raus. Da lebst du noch. Warum ist Klaus tot? Was macht ihr? Wo ist Klaus hin? Das ist doch Darks Leich. Egal. Ich riskiere nichts mehr. Es ist gerade Aktivität 10, nö. Ich gehe nach Hause. Obwohl, ich habe 70 Sanity. Ich könnte nochmal rein und Klaus suchen. Ich hoffe, ihr habt eingeloggt, Poltergeist. Welcome back. I've got some jobs ready. Yes, it's my Poltergeist. Warum lasst ihr mich alleine? Warum kommt dieses Miststück genau dann, wenn ich gerade mit der scheiß Kreuz fotografieren will? Was hat er mit mir gemacht hat? Der hat mich misshandelt. Der hat mich aufs Bett geworfen. Alter. Ich denke mir nur so, Klaus antwortet nicht mehr und sehe dann halt nach rechts und sehe so in deinem Stream, oh, du bist ein Geist. Ja, und mein Körper lag auf dem Bett. Ah. Für eine 17-Jährige sah sie nicht so aus, glaubet mir. Sie ist sogar Dark in die Fresse gesprungen. Ich habe gesagt, Dark gerade Richtung Tür ging, aber kommt die raus und rennt den voll in die Fresse rein. Ich wollte nämlich, ich wollte Dark noch warnen, aber da war es schon zu spät. Und dann habe ich mein Sanity geschluckt und bin raus. Hey, ich habe die aber noch, ich hab die aber, glaube ich, noch geknipst. Ja, oder Fotos. Nicht. Fotos haben wir $60 bekommen, da haben wir gut fotografiert. Ja, die, was die alles fotografiert haben, ich glaube, ich meine, ich hätte sie auch erwischt noch, bevor sie mich erwischt hat. Ich habe mich ja vor Erschrecken, habe ich sie fotografiert. Ah, da, da, da,